Schöne Tore und Torwartparaden am Fließband beim Teamtraining der Special Olympics in Vaduz. Einige sind schon 20 Jahre in der Mannschaft und können sehr gut mit dem Ball umgehen. Ich komme gleich wieder. Wir trainieren eigentlich grundsätzlich einmal eine Woche. Frühling bis Herbst auch auf dem Reeperbahn. Und in der Hallensaison sind wir dann zwar dort in der Turnhalle. Und sind eigentlich immer einmal eine Woche da draußen. Prinzipiell ist das Training gleich wie bei den Junioren oder bei den Aktiven im FC. Es ist einfach die Schwierigkeit, noch ein bisschen zum Feingefühl finden, zum die Übung gestalten selbst. Ist es zu kompliziert oder ist es zu einfach? Und zum dort immer die Schrauben finden, zum es anpassen. Dann. Es läuft sehr gut. Wir haben Freude, wir haben Spass. Ja, viel kann ich nicht sagen, weil wir tun immer das Stabistraining machen. Und ja. Ja. Wir haben einfach sehr viel Spass, weil wir sind so eine schöne, solide Familie. Fußballer sind unsere stärksten Athleten, die wir bei Special Olympics haben. Und es sind auch oft Menschen, die einfach eine Lernschwierigkeit haben und eigentlich in den Vereinen oder im Club nicht so richtig den Platz gefunden haben, haben wir in unserem Team. Sie haben sich aber manchmal nicht so richtig mit Special Olympics identifiziert, sondern wären wahnsinnig gerne einfach zu einem Fußballclub trainieren gegangen. Und das haben wir irgendwie gesagt, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel jetzt gerade unser Fußballteam zum FC Vaduz gehen kann und dass ich auch sagen kann, ich trainiere beim FC Vaduz. Also der Fußballverband wie auch der FC Vaduz haben je eine Person, die zuständig ist für so Kooperationsprojekte. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, machen gemeinsame Sachen von Trainerfortbildungen über Turnier, über gesellschaftliche Zimmertreffen. Das finde ich ganz, ganz ein wichtiges Zeichen. Ja, ich bin im FC Vaduz zuständig für CSR-Projekte. Und wir haben jetzt ziemlich genau drei Jahre haben wir jetzt das Projekt Unify zusammen mit dem Liechtensteiner Verband und mit Special Olympics. Und ich bin oft vom FC Vaduz aus verantwortlich dafür. Ja, wir haben eigentlich damit angefangen, dass wir ein Special Olympics Team sozusagen daheim geben bei uns im Verein. Mittlerweile sind die Athleten auch ein fester Bestandteil der FCV-Familie. Meine Aufgabe ist vor allem mit Special Olympics und dem LFV zusammen versuchen, Sachen für die Special Olympics Team zu organisieren. Beispielsweise haben wir die letzten zwei Jahre haben wir können in Rugell ein Unified-Turnier, ein Kleinstaaten-Turnier organisieren. Ein anderes Beispiel ist der UN Day of Peace, den wir jedes Jahr im September zusammen durchführen können, wo ein Haufen Fußballer und Nicht-Fußballer zusammenkommen und miteinander ein tolles Erlebnis haben. Ich glaube, wir als Fußballverband haben eine Vorbildfunktion als grösster Verband. Und das ist das Wichtigste, dass wir die Zusammenarbeit machen können. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, es hat extrem viele schöne Momente und auch wichtige Momente schon in der Vergangenheit mit den verschiedenen Projekten. Und ich glaube, es ist für beide Seiten eine grosse Win-Win-Situation. Ja, es hat auf dem Trainingsplatz gibt es immer wieder Begegnungen. Man hat dann verschiedene Projekte, Spiele, die man machen kann, wo man Leute zusammenbringt, die auch nicht vielleicht die Berührungspunkte haben während dem Jahr. Und man sieht hier die Freude und der Enthusiasmus, den sie haben, sind extrem gross. Und für mich selber persönlich, wenn ich dann ein Spiel oder Projekt teilnehmen darf, es bringt dann wieder wirklich die ganze Situation näher und es ist extrem wertvoll. Und die Lebensfreude und auch die Freude am Fußball vor allem ist für mich immer wieder etwas Unglaubliches. Wir sind 13 Athleten, eine Athletin, 3 Unified-Partner und 3 Trainer. Training schön und gut, aber die Höhepunkte im Jahr sind immer noch die Turniere. Ja, wir haben viel trainieren und jeder gibt sein Bestes, die Leistung. Und wir gehen in der Schweiz, gehen wir auch viele Turniere. Und dort auch immer mal Turniere verlieren. Wir dann als Mannschaft stehen wir wieder auf und gehen wieder nächstes Training alles. Ja. Und grundsätzlich haben wir verschiedene Turniere in der Region und noch weiter weg. Aber 2021 ist jetzt noch nichts fix geplant. 2023 hoffen wir, dass wir die Weltspiele kommen auf Berlin.
dass man dort Quoten bekommt. Und dann hätten wir im 2022 noch verschiedene Vorbereitungsturniere. Dann noch. Deutschland, Schweiz und bei uns dann natürlich auch noch das Kleinstaatenspiel. Die Wettspiele sind 2014 oder 2015. Sind sie in Los Angeles gewesen. Ja, wir haben dort mit dem Fußballteam Gold geholt. Und es war sehr eine coole Erfahrung gewesen, weil dort hast du gegen viele Nationen von Welt spielen. Und ja, wir haben als Teamleistung ist gut gesehen. Als Erlebnis ist gut gesehen. Ja, so wie ich gehört habe, ist 2023 sind wieder das Weltspiel in Berlin. Und dort hoffen wir, dass wir unseren Titel können verteidigen und wieder eine gute Leistung abschneiden wie in Los Angeles. Geben wir alles und dann ist es gut vorbereitet, dass wir dann mit gutem Gefühl auf Berlin gehen können und dort gut spielen. Ja, ja, es kommt darauf an, wenn wir Turnier spielen, regional sind wir dann eigentlich mehr auf Feldbreite, auf 9er-Feld und kleine Goal, mittlere Goal. Und bei den Weltspielen kannst du dich anmelden von 11er Fußball auf 9er Fußball. Und dann ist halt die Feldgröße dementsprechend grösser. Also wir sind eher im Bereich von Spielbreite und nicht auf die ganze Länge vom Platz. Ja, um die Projekte, die möglich sind, durchzuführen. Es wird aber extrem schwer sein, weil man einfach Begrenzungen hat, Massnahmen hat, die man einheben muss. Schauen, dass man wirklich Sachen wie jetzt so das Training durchführen kann mit den gegebenen Massnahmen. Das ganze Jahr ein bisschen anschauen kann, was noch möglich ist. Und dann wirklich, dass man auf 2022 die grössten Projekte, das Unified-Turnier zum Beispiel, durchführen kann, wo man dann wieder mit verschiedenen Ländern und sich mit verschiedenen Nationen messen kann und sich auch wieder treffen kann. Trainer haben wir drei dort und da haben wir auch drei Unified-Partner, die regelmäßig ins Training kommen. Und eben, Unified ist eigentlich die grosse Idee dahinter, dass Leute, die einfach Spass am Sport haben, auch mit Special Olympics Athleten zusammen trainieren. Und dort merken wir, dass es ganz eine tolle Sache ist. Erstens mal ist es eben die Vorbildfunktion oder das Lernen voneinander oder das Verständnis haben füreinander oder Toleranz entwickeln füreinander. Und da haben wir jetzt schon zweimal mit dem FC Vaduz ein Unified-Projekt gemacht, wo wir über Facebook ausgeschrieben haben. Man hat sich für 3 Monate melden können, um miteinander zu trainieren. Und danach ist man gemeinsam an ein Turnier gegangen. Und das war so ein cooler Einstieg gewesen. Wir haben dort eigentlich so Fußballer gefunden, die gesehen, in 3 Monaten ist gerade gut. Den sah ich. Und wir haben aber auch immer wieder Fußballer gehabt, die hängen geblieben sind. Wie zum Beispiel unser Head Coach jetzt, der hat als Unified-Partner bei uns angefangen. Ist dann dort ein paar Jahre so als Unified-Partner gewesen, dann als Hilfstrainer und jetzt macht er, hat er die Aufgabe vom Head Coach übernommen. Mit Begeisterung, ja. Zum Anleiten haben wir ja unsere Trainer, aber eben, wir sind so ein bisschen die Unifighter zum Motivieren und ja, und auch Vollgas geben, Vorbild sein vor allem, überhaupt was Pünktlichkeit anbelangt oder eben der Geist zum Mitmachen. Ja, ich war beim Turnier in Rockell war ich dabei, zum ersten Mal und es war auch mein einziges, weil danach war, ich dann, war das mit Corona. Ja, aber ich habe vor, nächstes Jahr zu den Weltspielen mitzugehen. Ja, und kriege auch da vom HPZ frei. Ja, freue mich drauf. Nein, ich spiele kein Fußball. Ich bin zwar sportlich, ich fahre viel Fahrrad und bin sportbegeistert im Fernsehen, aber so Fußballer bin ich nicht. Nein. Wir haben im Verband verschiedene Mitarbeiter, verschiedene Trainer, die man sich immer wieder bereitstellen auch für das Spiel, Training zu machen oder beziehungsweise bei den Spielen dabei zu sein. Und Zusammenarbeit mit Special Olympics und auch mit dem FC Vaduz ist dort hervorragend. Und ich glaube, wir ergänzen uns dort wirklich auch sehr gut. Es ist wirklich ein ehrliches und echtes Engagement der Sportler. Und das ist halt genau die Emotionen vom Sport, die sind für alle Menschen gleich. Und darum versteht ein Spitzensportler einen Special Olympics Sportler. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn man eben den Ball ins Kreuzeckige haut oder weiß, wie es ist, wenn man so verloren hat und das Team ist am Boden. Und über Emotionen findet eigentlich auch die Verbindung statt. Ja, also eben, wir versuchen ja ab und zu mal
wieder etwas Spezielles hinzubringen, dass so zum Beispiel andere Teams mit den Athleten von Special Olympics zusammen trainieren. Jetzt heute ist es so, dass unser Trainerteam von der ersten Mannschaft das Training für die Special Olympics übernommen hat. Das sehen wir hier hinten, sie sind gerne Übungen machen. Und es ist natürlich auch für beide Seiten eine ganz tolle Sache, wo beide voneinander wieder lernen können. Ja, der Trainer von FC Vaduz, der Torwarttrainer, dann der Assistenztrainer und der Koordinationstrainer von FC Vaduz sind heute da gewesen, ja. Und das war ein sehr cooles Erlebnis gewesen, mal mit Profis können zu trainieren, ja. Es ist einfach die Möglichkeit zum Sport zu treiben und für viele von unseren Sportlern ist aber nebenher die Gemeinschaft ganz etwas Wichtiges. Also das Fußballteam ist schon regelmäßig miteinander auf Weg in der Freizeit. Das sind Kollegen, das sind Fußballfreunde, kann man sagen. Und das ist wichtig. Wir haben viele Sportler, die lange dabei sind. Also uns gibt es jetzt ja 20 Jahre und wir haben auch einige, die 20 Jahre bei uns Sport machen. Ja, es ist eigentlich so, dass wir zweimal pro Woche haben sie Training. Wenn es normal läuft, sage ich jetzt, dann hat jedes Team immer die Kunststraße und dann am Freitag meistens dann auf der Rasenplatz Training. Ja, sie bieten uns einen guten Rasen und ja, wir sind da sehr gut aufgehoben. Ja. Ja, es war gerade etwas Neues für uns, damit wir uns aufbauen können, weil wir haben bald einmal im Juni haben wir bald ein Turnier. Hoffen wir, dass Ende Turnier stattfindet. Und wir freuen uns voll darauf, dass wir auf ein Turnier gehen können. Obwohl Corona da ist, hoffen wir, dass wir auf das Turnier zu gehen können. Ich denke, heute ist es ein bisschen speziell, weil der Konditrainer Alex Kern da ist. Heute haben unsere Athleten das erste Mal GPS-Gürtel bekommen, die sie anlegen und wo wir ihre Werte heute überprüfen. Das ist mal ganz etwas anderes, haben die noch nie erlebt. Ja, das ist vom FC Vaduz, das heute, dass wir heute diese Sensoren haben. Dann misst man die Strecke, die man gelaufen ist heute im Training. Das motiviert natürlich zusätzlich. Ich glaube, der Anderson führt und der Eddy und ich glaube, der Alex ist auch noch vorne dabei. Der, der bei uns am meisten läuft, der ist leider nicht da. Es ist der Joel Seiler. Er ist unser Springtempo. Er springt gern viel. Dann kommt der Alex und dann komme ich als Ritter. Ich bin eher ein Fußballer, ich bin eben ein Südamerikaner von Brasilien, wohne hier in Vaduz. Und ich habe ganz früher schon beim Junioren gespielt, hier in Vaduz, mit 14 Jahren. Und habe bis ein Junioren gespielt. Und es war ein sehr tolles Erlebnis gewesen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich eben zum Special Olympics gekommen. Der Anderson hat vorher eine Gurke im Tormann reingeschossen und das kann ich mir morgen den ganzen Tag anhören bei der Arbeit. Und es tut gerade gut, dass ich ins Kreuz geschossen habe, dann kann ich ihm das zurückgeben morgen bei der Arbeit. Ja, wir haben einen sehr guten Keeper, ja. Ja, einen von den Besten bei uns, ja. Naja, es macht Spass, dort zu spielen. Und ja. Ja, es ist nicht so. Ja, es ist nicht immer so. Ja, heute ist natürlich eine besondere Situation, weil die vom FC Vaduz da sind. Aber manchmal braucht es schon ein bisschen Motivation. Vor allem bei so einem Wetter oder wenn es regnet oder ja. Mal. Das Lauftraining tun wir fast alle nicht so gern, aber wir machen es doch, weil es ist auch sehr wichtig für uns. Weil es macht uns eigentlich sehr viel Spaß und wir müssen überlaufen, wir müssen uns bewegen. Verbessern können wir uns bei vielem. Ja. Aber die Stärke ist sehr, dass wir als unserer Mannschaftsgeist, dass wir als Mannschaft dastehen und ja. Jeder wird akzeptiert, so wie er ist und das ist ja gut so. Kein grosser Unterschied. Sie machen mit sehr grosser Freude mit. Sie diskutieren nicht, wenn sie irgendetwas machen müssen. Sie wollen alles zu 100% umsetzen. Auf einmal ist es fast leichter zum Arbeiten mit diesen Jugendlichen. Und ja, klar, man muss einfach mit einer gewissen Freude hergehen, das weiter transportieren wollen, offen sein. Und ich glaube, dann haben beide Seiten wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ja, wir sind halt, wenn wir 1-0 hinter sind, sind wir so traurig und sind wir
tun wir immer den Kopf runterziehen und das sollte man eben leider nicht machen. Wir sollen lieber Kopf hoch und weiterkämpfen und schauen, dass wir den Sieg dann einmal holen. Dann. Also ich denke, es ist wie bei allen Sportlern, ist es das Gleiche eigentlich. Man freut sich unheimlich, wenn man Goal schiesst, wenn man ein Spiel kann gewinnen kann, wenn man ein Turnier kann gewinnen kann. Natürlich hört man den Frust bei unseren Athleten um manchmal besser als vielleicht bei den Fußballern der anderen Mannschaften, weil sie die Emotionen viel oft auf freien Lauf lassen. Aber ich denke, es ist bei jedem Team das Gleiche. Auf dem Platz dominiert Spielfreude und Kreativität. Starre Konzepte sind nichts für die Special Olympics Kicker. Ja, wir haben nicht viel mit Taktik. Es ist immer ein bisschen schwierig, Positionen zu finden, Taktik in die Spieler hineinzubringen. Es ist ein bisschen schwieriger bei uns jetzt. Jeder spielt eigentlich, wo er will. Wir haben jetzt nie ein fixes System oder fixe Positionen, weil es ist immer abhängig, wer wird überhaupt kommen, wer ist überhaupt rum. Darum ist es ein bisschen schwierig, ein bisschen Taktik zu finden oder ein System. Ja, jeder macht das, was in seinen Möglichkeiten drin ist. Und ja, so unterschiedlich, wie wir sind, so macht es so Spaß. Ja, also mein Lieblingsspieler ist bei Bayern ist der Davis. Dann bin ich noch Fan von Ibrahimovic und dort schaue ich mir viel ab, wie sie spielen, was für Tricks sie machen, wie sie laufen. Während dem Spiel schaue ich mir viel ab. Ja. Bei uns ist es natürlich immer, wenn man sich in verschiedenen Niveaus anmeldet. Also es gibt 5er Fußball, 7er Fußball, 11er Fußball. Und dann finden am Anfang Divisioning-Spiele statt. Also nicht jedes Land schickt sein bestes Team, sondern bei uns ist das Kriterium ein Team, das über ein Jahr gemeinsam trainiert hat und Vorbereitungen gemacht hat, so wie der Michel gesehen hat, dass man mit Stolz und gut vorbereitet durch die IGOK-Weltspiel. Und bei dem Divisioning werden einfach gleich starke Teams, höchstens 8, in einer Gruppe eingeteilt. Und nachher gibt es auch faire Wettkämpfe, also man hat gleich starke Gegner. Man kommt nicht 15-0 auf den Deckel über oder so, sondern es ist eine richtige Herausforderung. Und dann gibt es natürlich mehrere Goldmedaillengewinner im Fußball in diesen verschiedenen Levels. Das ist eigentlich die grosse Idee bei Special Olympics, dass man immer gleich starke Sportlerinnen und Sportler zusammenbringt, dass die miteinander einen fairen Wettkampf haben. Und man hört es bei allen immer raus, die Teilnahme am Wettkampf, das ist so Motivation, weil dort hat das Publikum, da kommt die Verwandtschaft, kommt schauen, man kommt Applaus über, man sieht sich nachher in der Zeitung. Und darum ist es auch so etwas, dass sie jahrelang dabei bleiben und Sport machen. Und wie wir alle wissen, durch und über den Sport lernen wir wahnsinnig viel. Und das ist eine ganz tolle Sache so. Im nächsten Fokus, 20 Jahre Special Olympics, stellen wir das Radteam vor.